Mit einem bekannten Gesicht soll es rausgehen aus dem Keller. Samet Bahar kehrte nach nur wenigen Wochen bei Türkgücü München zum tabellenletzten TSV Buchbach zurück, kommt zunächst mal allerdings von der Bank. Grundsätzlich auch eine maximal schwierige Aufgabe vor knapp 700 Zuschauern zum Wiedereinstieg, denn mit den Würzburger Kickers in Schwarz kommt der noch ungeschlagene Tabellendritte und grundsätzliche Liga-Topfavorit in die SMR-Arena. Allerdings die Hausern fast mit einem Traumstart. Tobias Heiland kommt dann nach einer ungenügend abgewehrten Ecke zum Schuss knapp drüber. Im Anschluss entwickelte sich aber das erwartete Spiel. Würzburg mit viel Ballbesitz nistete sich immer mehr rund um den Buchbacher Strafraum ein. Und in der 17. Minute geht's dann mal schnell nach einem unsauberen Pass der Hausern im Mittelfeld. Kugel raus zu Saliou Sané, tolle Flanke auf Pascal Moll. Und da hätte der Neuzugang fast seine erste Bude für die Kickers gemacht. Felix Junghan aber mit einer Wahnsinnsparade. Auch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte das gleiche Bild. Die Gäste fast ausschließlich rund um den heimischen 16er zu finden. Eine richtige Lücke tat sich jedoch nicht auf und auch die wenigen Abschlüsse nicht konsequent genug. Der TSV, wie gesagt, kaum über der Mittellinie. Würzburgs Keeper Vincent Friedsam bis auf diese so sicher nicht geplante Kopfballrückgabe von Daniel Hägele völlig beschäftigungslos. Es konnte eigentlich nur besser werden in Durchgang 2 und wurde es auch, denn die erste Szene führte sofort zum 0:1. Junghan segelt da an einer Ecke vorbei und Yannick Scholz staubt nach 48 Minuten ab zur Würzburger Führung. Die Hauser nun auch kurz konsterniert, die Unterfranken mit der Gelegenheit nachzulegen. Moll verfehlt nach der Reingabe von Kapitän Peter Kurzweg das lange Eck nur knapp. Der TSV legte anschließend etwas mehr den Vorwärtsgang ein, Chancen jedoch vorerst weiter nur für die Kickers. Dardan Karimani bringt sich da in eine vielversprechende Position, Junghan aber auf dem Posten. Im Gegenzug dann aus dem Nichts aber mal die Oberbahn nach einer katastrophalen Kopfballrückgabe von Kurzweg. Tobias Staff hat da zweimal den Ausgleich auf dem Fuß, einmal rettet Scholz bravourös, das andere Mal der Pfosten. Die Gäste bis auf diesen Aussetzer ansonsten aber schon sehr souverän. Vorne fehlte allerdings weiter die letzte Durchschlagskraft, um für Ruhe im Karton zu sorgen. In der 80. Minute nochmals eine Top-Freistoßposition. Ivan Franjic setzt die Kugel jedoch knapp drüber. Der Tabellendritte machte sich hier das Leben echt selbst schwer. Eigentlich hätte der Deckel schon längst drauf sein können. Und so gab's nochmal die Buchbacher Schlussoffensive und eine Ecke tief in der Nachspielzeit für die Hausherren. Die kommt zum eingewechselten Bahar und der knallt das Ding an die Oberkante der Latte. Das wäre natürlich das ideale Comeback-Geschenk gewesen. Ja, ich glaube, wir wussten vorher schon, dass der Gegner natürlich qualitativ besser ist als wir. Aber im Buchbach ist ja bekanntlich alles möglich. Es hat sich auch in der kurzen Zeit, wo ich weg war, nicht verändert. Deswegen wollten wir natürlich die Buchbacher Tugenden hier wieder ausfahren. Ich glaube, mit ein paar Aluminiumtreffern waren wir auch kurz davor, auch zum Schluss jetzt mein Schuss leider, aber ja, im Großen und Ganzen können wir darauf aufbauen, glaube ich. Bezeichnend für mich, dass der Gegner über eine Standardsituation zum Tor kommen muss, weil aus dem Spiel heraus haben wir nahezu nichts zugelassen, waren hinten dran mit einem Lattenschuss von Samet Bahar, mit einem Pfostenschuss von Tobi Staff, sogar relativ nahe dran am Ausgleich und da muss ich den Jungs ein Riesenkompliment machen, am Ende in der englischen Woche gegen eine Profimannschaft nochmal so zusetzen zu können. Insgesamt ein sehr, sehr schwieriges Spiel, ein sehr umkämpftes Spiel. Ich würde keiner Mannschaft empfehlen, hier zu versuchen, flach hinten rauszuspielen. Es geht fast nur mit langen Bällen. Das Mittel haben beide Mannschaften über fast 90 Minuten lang gewählt. Und dann geht es halt darum, zweite Bälle zu gewinnen und dann im letzten Drittel irgendwie torgefährlich zu werden. Ich denke, das ist in der ersten Hälfte ganz ordentlich gelungen. Leichte Vorteile für uns. Zum Glück machen wir dann nach der Halbzeit einen rein und dann ging es natürlich darum, entweder das zweite zu stecken und das Ding durchzuhaben oder halt bis zum Ende zu verteidigen. Das haben wir gemacht. Ich glaube, wir haben gesehen, dass die Mannschaft mit Herz verteidigt hat und deshalb hat es am Ende zu 3 Punkten gereicht. Die Neverending Story geht also weiter beim TSV Buchbach. Defensiv gut, aber vorne viel zu harmlos bisher in dieser Saison. Würzburg bleibt dagegen in der Erfolgsspur und zieht vorne in der Tabelle mit 14 gleich.